Hallo, liebe Deutschlernende. Also, anscheinend gibt es ein neues Spiel, eine App für das Smartphone, das Pokémon Go heißt. Ja, und es ist sehr beliebt, es ist nicht sehr alt, es gibt es, glaube ich, erst seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Und die Leute sind ganz verrückt danach. Ganz viele Leute spielen dieses Spiel und man kommt eigentlich nicht drum herum. Das heißt, also man begegnet das Spiel überall in den Nachrichten. Ich habe mehrere Male jetzt davon gehört und deswegen möchte ich ein Video für euch machen, in dem ich erzähle, wie es für mich als Kind war, Pokémon zu spielen, ja, denn ich bin 90 geboren, ja, 1990 und so, um 2000 rum, glaube ich, ich weiß gar nicht wann genau, aber als ich ein Kind war und noch in der Grundschule, da fing das Ganze an mit Pokémon und ich hatte den ersten Gameboy, ja, den allerersten Gameboy habe ich bekommen und ich habe Pokémon Blau gespielt und auch die nächsten Generationen, nächsten Pokémon-Generationen habe ich auch alle gespielt und das war, also Pokémon war für mich wirklich so ein total großer Teil meiner Kindheit. Und ich finde es witzig, dass jetzt auch ganz viele Erwachsene ein Pokémon-Spiel spielen und die Namen all der Pokémon lernen und sich für dieses Spiel begeistern. Und ja, um kurz Pokémon Go zu erklären für die Leute, die es noch nicht kennen. Also ich habe es selber auch noch gar nicht gespielt. Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Mein Smartphone ist leider nicht gut genug. Es ist so schlecht. Ich kann darauf Pokémon Go nicht spielen. Aber anscheinend ist es ein Spiel, das man sich installiert auf dem Smartphone. Und dann läuft man rum, ja, man ist draußen, man ist an der frischen Luft, ja, man ist draußen, man ist nicht zu Hause und das funktioniert mit GPS, ja, mittels GPS läuft man rum und das Smartphone weiß, wo man ist und dann begegnet man Pokémon sozusagen in freier Wildbahn. Und das ist das Prinzip, was benutzt wird, was, glaube ich, immer mehr jetzt auch in der heutigen Zeit und auch in der Zukunft benutzt wird, ist, dass die Realität und Fantasie vermischt wird. Ja? Man hat eine virtuelle Realität, und zwar werden Elemente des Spiels im realen Leben eingebaut. Ja, also dieses Fantasiewesen, dieses Pokémon, ist in der Fantasiewelt, in dieser virtuellen Realität, aber es wird eingebaut in der richtigen Realität. Ja? Also man kann dann ein Pokémon in einem Park finden, der auch real existiert, ja? Zum Beispiel. Und das ist auch ein sehr, sehr tolles Spielprinzip und es ist sehr auch interessant, wie sich die Spieleindustrie entwickelt haben, ja, ja. Also ich denke zurück, als ich in der Schule war, als ich in der Grundschule war, da habe ich Pokémon mit dem Gameboy gespielt, ja, mit der ersten Generation Gameboys. Und man konnte all die Pixel sehen, und man war so eine kleine Figur, die so nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links gegangen ist, ja, und das Spiel, das war alles 2D, ja, es war nicht 3D, ja, wie im richtigen Leben, so hier, das ist 3D, sondern es war 2D, es war nur eine Fläche und die Figur konnte sich auch nur in vier Richtungen bewegen, ja, nur nach oben, nach unten,
nach rechts und nach links. Also wenn ich, hoffe, ihr versteht das, wenn ich sage nach oben und nach unten, versteht ihr das wahrscheinlich sehr gut. Aber wenn ich sage nach rechts und nach links, dann weiß ich nicht, ob ihr das auf eurem Bildschirm genauso seht. Also für mich ist das rechts und das ist links. Aber ich glaube, bei euch ist das andersrum. Wie auch immer. Genau, also das war meine Erfahrung mit Spielen, mit Gameboy-Spielen. Und haben sich wirklich enorm entwickelt, seit ich ein Kind war. Ich kann mich noch erinnern, dass dann irgendwann Gelb herauskam und da konnte man mit Pikachu die Welt erleben und hatte man auch ein neues Spielelement, dass man so ein Wesen hatte, was man glücklich halten musste. Ja? Man musste aufpassen, dass Pikachu nicht traurig wurde, sondern dass Pikachu immer glücklich ist. Und immer mehr Aspekte, immer mehr Dimensionen, immer mehr Interaktion wurde möglich mit den Spielen. Ja? Und jetzt sind wir so weit, dass auch Erwachsene diese Spiele spielen, weil eben so viel Interaktion möglich ist und man dadurch auch Leute treffen kann. Und man kann auch viel mehr Verbindungen eingehen mit anderen Menschen. Ja? Das Problem mit vielen Spielen ist, dass man die so alleine spielt. Ja? Man spielt das Spiel und ist ganz für sich und man ist so ein bisschen isoliert von der Welt. Ja? Man ist so ein bisschen isoliert. Und jetzt ist der Trend dahin, dass Spiele uns auch zusammenbringen können. Ja? Wenn Leute Pokémon Go spielen oder auch Geocaching, also das Prinzip ist eigentlich dasselbe beim Geocaching, dass man auch Dinge in der realen Welt sucht und dadurch geht man raus, dadurch trifft man Leute und man ist nicht mehr so isoliert. Ja, genau, das waren so meine Gedanken und ich werde auch ein bisschen nostalgisch, wenn ich so über Pokémon rede und die ganzen Pokémon spiele. Und mich würde sehr interessieren, was deine Meinung ist, ja? Was ist deine Meinung über Spiele, ja? Wie war es für dich als Kind, Spiele zu spielen? Welche Spiele hast du als Kind gespielt? Und auch, welche Spiele begeistern dich momentan, ja? Welche Computerspiele, welche Apps und auch welche Brettspiele, ja? Ich bin auch total der Fan von Brettspielen. Und wenn ihr wollt, mache ich euch auch ein Video über meine Lieblingsbrettspiele oder beziehungsweise Gesellschaftsspiele. Und ich denke, Spiele zu spielen ist auch ein wichtiger Teil des Lebens. Ja? Insofern, ich bin gespannt, was eure Meinung ist und was eure Lieblingsspiele sind. Okay, vielen Dank fürs Anschauen. Und bis morgen. Tschüss.